mein Name ist Helmut, komme aus Tirol und ich zeige jetzt ein Video, wie man This Little Light of Mine als kleines, aber feines Instrumentalstück auf einer Ukulele spielen kann. Ich beginne mit den ersten vier Takten, spiele bis hierher. Dieser F7-Griff ist ein ganz normales F. Plus kleiner Finger oder Ringfinger spielt dann die 3 auf der dritten Seite. Also ich spiele die ersten vier Takte bis hierher. 3, 4. Spiele ich mit dem Daumen vierte und dritte Seite Wechselbass, Bass vielleicht übertrieben, weil ich eine hohe G-Seite habe. Dann diese zwei Zeichen bedeuten, dass ich ihn aufhämmere, ich greife die zwei Nullen. Und dann lege ich den kompletten Griff aufs Griffbrett. Relativ schnell. Ich spiele jetzt die komplette erste Zeile bis hierher, dann hört man es ohnehin. 3, 4. Vielleicht melodiöser, das heißt ein bisschen schneller, vom Anfang an bis hierher. 3, 4. Jetzt spiele ich die zweite Zeile, ich spiele es komplett durch. 3, 4. Bei diesem Übergang greife ich das normale F mit dem Daumen die 0, mit dem Zeigefinger die 0 und dann hämmere ich ähnlich wie hier oben auf diesem B-Griff. Ich spiele jetzt noch einmal die letzte Zeile. Langsames Tempo. 3, 4. Vielleicht zwei, dreimal mit diesem Hammer-On. 3, 4. Und in der normalen Geschwindigkeit. 3, 4. Ich wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.